Es gibt Gerüchte, wie die PS5 und die Xbox 2 werden könnten. Der Nintendo 64 könnte jetzt noch ein neues Spiel bekommen. Ein Spyro Remake ist in der Mache. Die Spieler von Kingdom Come Deliverance und vor allem die Bäcker regen sich jetzt schon über das Spiel auf. Und in Dark Souls 3 wurden neue Rekorde gebrochen. Zu all dem gleich mehr. Bis eine neue Konsolengeneration auf den Markt kommt, kann es allerdings noch bis 2021 dauern, da sind sich Analysten sicher. Allerdings gibt es jetzt schon Gerüchte, was diese neuen Konsolen dann können. Die PS5 und die Xbox 2, sofern sie denn so heißen sollen, cloud-basierte Konsolen sein. Cloud-basiert heißt in dem Fall, dass das so ähnlich funktioniert wie bei Netflix. Das heißt, ihr zahlt einen Grundpreis monatlich und dafür habt ihr unbegrenzt Zugriff auf alle Spiele, die in der Bibliothek sind. Ihr müsst also eigentlich keine Hardcopies mehr kaufen. Genau, allerdings gibt es da natürlich auch einige Probleme, denn nicht jeder Spieler hat eine superschnelle Internetverbindung und so weiter und so fort und könnte deswegen da ja, die Konsole eventuell gar nicht nutzen. Vielleicht trifft das ja sogar auf uns in Deutschland zu. Was dafür spricht, dass der Service kommt, ist, dass jetzt schon ähnliche Services angeboten werden. Die PlayStation 4 hat ja PlayStation Now, die Xbox soll den Xbox Game Pass bekommen und sogar Google will in das Geschäft mit einsteigen und einen eigenen Streaming-Service für Games anbieten. Ganz 21 Jahre nach dem Release des Nintendo 64 soll jetzt ein neues Spiel auf den Markt kommen. Der Entwickler Pico Interactive hat jetzt nämlich eine Kickstarter-Kampagne für eben ein neues Spiel gestartet. Genau, und dabei handelt es sich aber gar nicht um ein komplett neues Spiel, sondern um 40 Wings, das bereits 1999 entwickelt wurde und für die PS1 erschien. PlayStation 1, sagt man das so? Nur PlayStation eigentlich. Verdammt. Willst du eigentlich mal Pause machen? Willst du das die ganze Zeit durchlaufen? Gott, du hast dann so ewig viel zu gucken. Egal, okay. Dein Problem. Allerdings handelt es sich gar nicht um eine... Allerdings handelt es sich gar nicht um eine komplett neue IP, sondern um das Spiel 40 Wings, das bereits 1999 für die PlayStation erschien, damals auch schon eine Portierung bekommen sollte. Der Entwickler ging pleite, konnte sich das nicht mehr leisten und deswegen wurde das Spiel halt einfach nicht entwickelt. Jetzt hat Pico Interactive aber die Rechte aufgekauft und obwohl es sich dabei um einen 3D-Plattformer handelt, der bei den meisten Leuten nicht mehr ganz so gut ankommt, noch ein bisschen veraltet ist, kam die Kickstarter-Kampagne besonders gut an. Das Spiel war ursprünglich auf $20.000 angelegt, ist inzwischen aber schon bei $66.000 angelangt, also vollkommen finanziert. Damit ist schon das erste Ziel auf Kickstarter erreicht, denn ab $60.000 winkt den Bäckern ein Controller im Design des Spiels und ja, das war ein Wortspiel. Die Bäcker dürfen sich sogar die Farbe des Controllers aussuchen. Das nächste Ziel oder eines der nächsten Ziele wird dann tatsächlich eine Hülle für den N64 sein, ebenfalls im Design des Spiels. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das noch erreicht wird. Übrigens ist es das erste Spiel für das N64 seit 16 Jahren. 2002 erschien Tony Hawk's Pro Skater 3. Das ist allerdings nicht die einzige tolle News für Retro-Fans, denn Kotaku will von geheimen Quellen erfahren haben, dass ein Remake dreier Spyro-Spiele in der Mache sei, und zwar von niemand geringerem als dem Studio Vicarious Vision. Und das ist sehr interessant, weil der Entwickler auch schon für das Crash Bandicoot Remaster Insane Trilogy zuständig war. Es wird jetzt natürlich vermutet, dass die Spyro-Trilogie wieder in einer ähnlichen Form kommt, und zwar in einer Box mit allen drei Spielen. Die Ankündigung des Spiels soll im März 2018 sein. Das Spiel soll dann erscheinen zwischen Juli und September 2018, also es soll gar nicht mehr so weit hin sein. Ebenfalls ein riesengroßer Erfolg auf Kickstarter gewesen, Kingdom Come Deliverance ist jetzt auch seit wenigen Tagen draußen. Allerdings mit einer bösen Überraschung direkt am ersten Tag, denn da kam der Day One Patch und der ist 23 GB groß, also in etwa genauso groß wie das ganze Spiel an sich. Der Grund dafür, an der Grafik wurde noch ein bisschen geschraubt. Der Grund dafür, an der Grafik wurde noch ein bisschen geschraubt, die Dialogoptionen wurden angepasst und ganze Quests wurden verändert. Zusätzlichen Ärger haben aktuell die Kickstarter-Bäcker mit im Spiel. Und zwar haben davon sehr viele noch nicht mal das Spiel erhalten. Und die, die ihre Version schon erhalten haben, haben festgestellt, dass ihre Special Edition deckungsgleich ist mit der Special Edition, die es zum Kaufen gibt. Allerdings ist diese Kaufversion billiger, was echt ärgerlich ist. Ja, und dafür gibt es sogar eine Begründung von Entwickler Warhorse. Die haben nämlich gesagt, dass einfach manche der Bäckerbelohnungen noch gar nicht fertig sind. Das ist die eine Sache. Andere Bäckerbelohnungen haben sie einfach komplett gestrichen, ohne zu begründen, warum. Und eine dritte Begründung, warum eben die Bäcker ihre Sachen nicht erhalten, ist, dass die Produktion zu teuer oder zu langwierig wäre. Und so wurden dann einfach Sachen komplett ausgetauscht. Zum Beispiel die Metallbox, in der das Spiel geliefert werden sollte. Das ist jetzt einfach eine klassische Pappbox. Falls ihr euch jetzt fragt, ob der Entwickler Warhorse Games sich damit angreifbar macht, nein.
Denn in den Kickstarter-Regeln ist festgehalten, dass der Entwickler sich zwar dazu verpflichtet, alle Belohnungen auszuliefern, ihm ist es jedoch vorbehalten, Änderungen an den Produkten zu machen. Außerdem sind Verspätungen halt einfach in Ordnung. Trotzdem könnten Bäcker noch eine Klage einreichen. Ob es dazu kommt, das werden wir wohl sehen. Dark Souls 3 ist zwar schon seit 2 Jahren auf dem Markt, hat aber natürlich immer noch eine relativ aktive Community und vor allem auch Speedrunner, und die brechen regelmäßig Rekorde, und genau das ist letztes Wochenende passiert. Da wurden 2 Rekorde gebrochen, einer davon von Skilla Killer. Der hat das Spiel Dark Souls 3 samt aller DLCs durchgespielt, ohne auch nur einen einzigen Schadenspunkt zu nehmen. Das ist schon ziemlich badass. Ähnlich gut bzw. vergleichbar gut ist der Rekord von Nems38. Der hat nämlich alle Bosse in Dark Souls 3 samt DLC-Bosse besiegt, ohne aufzuleveln. Und das in einer Rekordzeit von 1 Stunde 36 Minuten und 46 Sekunden. Das ist ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, 30 Sekunden schneller als der letzte Rekordhalter. Allerdings ist er damit noch nicht zufrieden. Wir können also gespannt sein, ob der Speedrunner jetzt in den nächsten Wochen nochmal einen raushauen wird und seinen eigenen Rekord bricht. Auch wenn ihr vermutlich... Okay, das war neu. Auch wenn ihr vermutlich nicht ganz so gut seid wie diese ziemlich krassen Speedrunner, spielt ihr noch Dark Souls 3? Wie gut seid ihr wirklich? Was sagt ihr zum Rest der Themen, die wir in dieser Woche hatten? Was wünscht ihr euch fürs nächste Video? Wie fandet ihr dieses Video? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns vielleicht auch einen Daumen nach oben da. Und ansonsten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich wollte früher mal Pantomime werden, ne? Merkt man kaum.